Xena, halt, warte! Xena, du darfst ihm das Blut deiner Tochter nicht opfern. Immer noch besser als das, was sie da unten ertragen müsste. Du holst damit die Hölle auf die Erde. All das Böse, das wir hier gesehen haben, wird dann die ganze Welt beherrschen. Meine Mutter hält er gefangen. Meine Tochter ist halb tot. In meinem Garten hat sich die Pforte zur Hölle aufgetan. Ich werde Mephistopheles entgegentreten, Gabriel. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Du kannst doch nicht sämtliche Dämonen der Hölle töten. Ich muss nur einen töten. Und er wird nicht von mir erwarten, dass ich... Dass du was? Dass du was? Dass ich seinen Thron besteige. Er behauptet, wer den König der Hölle tötet, muss Herr über die Hölle werden. Xena! Ich muss dieses Risiko auf mich nehmen. Denn ich werde nicht zulassen, dass Mephistopheles meine Familie noch länger peinigt. Ist das klar? Eve, wenn es deine Bestimmung ist, das Böse aufzuhalten, damit diese Erde... In unserer Familie bestimmt jeder selbst sein Schicksal. Eve, es ist deine Entscheidung. Ja. Das Schicksal geht oft seltsame Wege. Ich gehe meinen... Ich werde Mephistopheles dem ausliefern, der ihn zu schlagen vermag. Werdet ihr mir dabei helfen? Von Eli. Möge er meinem sündigen Blut Absolution erteilen, damit es hilft, die Schlacht mit unserem Feind zu einem siegreichen Ende zu führen. Du wirst schon sehen, was dich hier oben erwartet. Teufel! Höre mein Flehen und zwinge hier herauf Mephistopheles, den Herrn der Lügen und König der Hölle! Damit wir ihn mit deiner Hilfe besiegen und seine Herrschaft für alle Ewigkeit beenden. Im Namen des Mephistopheles! Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Das hier ist mein Kampf. Scheine vor mir, Mephistopheles! Stört dich was? Es ist nur dein Gestank! Ist es das, was du willst, mit mir auf Ehren zu kämpfen und mich bezahlen zu lassen für das, was ich dir angetan habe? Oder willst du dir den Wunsch erfüllen, endlich den Thron der Hölle zu besteigen? Was reizt dich mehr? Das ist doch eine Lüge! Bist du bereit, das Risiko einzugehen? Du hast nur die Chance, dich zu rächen, Xena. Wenn du bereit bist, meinen Platz einzunehmen. Ja. Du willst nicht? Siehst du, genau das habe ich mir gedacht. Ja. Ich muss es tun.
Xena. Was? Sieh doch. Ach, Eve. Was bist du für ein wunderschönes Mädchen. Und du siehst deiner Mutter so ähnlich. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich liebe meine Enkelin, Xena. Sie konnte es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Gabrielle. Du hast uns gefehlt. Ich habe mich oft gefragt, ob ich dich jemals wiedersehen würde. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, Xena. Ich auch nicht. Und nun, wo ich dich gefunden habe, bist du tot. Ich werde niemals tot sein, Xena. Nicht, solange ich in deinem Herzen weiterlebe. Mutter, ich... Thank you.